Hey Leute, herzlich willkommen bei Bastian Merfurt. Ich bin Johannes Queller. Heute im neuen Muskelmythos Montag. Der Mythos: Ich kann im Kaloriendefizit niemals Muskeln aufbauen. Bullshit! Und zwar habe ich selber geschafft, 2012 brutale 8% Körperfett zu reduzieren und 1,5 Kilo Magermasse aufzubauen in 6 Wochen. Tada! So, das heißt, in 6 Wochen war es mir möglich, einfach mal 8% Körperfett zu reduzieren und 1,5 Kilo Muskeln aufzubauen. Ich wiederhole das nochmal. Nein. Ja, das heißt, ihr habt einfach mal, oder ich habe da einfach gesehen, dass man trotz Kaloriendefizits Muskeln aufbauen kann. Ich denke, dass ich dort einfach viele Faktoren hatte, die in diesen Prozess sehr stark reingespielt haben. Ich denke, dass man... Und ich habe auch einen Freund, der Nico, ja, der ist das lebende Beispiel dafür, dass man sozusagen nicht diese ganzen Dirty Bulk und Cutting Phasen braucht, sondern dass man halt auch Muskeln aufbauen kann, währenddessen man auch eigentlich permanent so ein leichtes Kaloriendefizit fährt und nur hin und wieder mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Und ja, wie gesagt, bei mir selber war das so der Fall, dass ich, perfekten Lifestyle hatte, Sonne hatte, mich viel ausruhen konnte, viel schlafen konnte, mehr vor der Nase hatte und einfach jeden Tag trainieren konnte bis zum Abwinken und gut gegessen habe. So, gut möchte ich jetzt hier nicht näher erläutern, aber auf jeden Fall habe ich mich entsprechend perfekt ernährt, weil sonst wäre das nicht passiert, was passiert ist. So, jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Laut Studie sollte man oder hat man sozusagen, wurde gezeigt, dass man pro Woche am besten, also bei Fortgeschrittenen, die jetzt so unter 18% Körperfett haben, dass die nicht mehr als 0,7% Körpergewicht pro Woche abnehmen sollten. Wenn man das jetzt hochrechnet, bei einem Menschen, der jetzt ungefähr, was weiß ich, 90 Kilo wiegt, dann wären das auf die Kalorien runtergerechnet ungefähr, wenn man jetzt sagt 900 Gramm sozusagen pro Woche, wären das ein Defizit von 600, 700 Kalorien am Tag. So. Stimmt das ungefähr? 700 Kalorien ungefähr am Tag. So, das heißt, man kann dort, man sollte dieses Kaloriendefizit nicht zu groß fahren, ja, damit man nicht auch Muskeln abbaut. Ja, weil man möchte ja auch Muskeln aufbauen. So, das heißt, in dieser Studie haben sie sogar gezeigt, dass wenn man 0,7% Körpergewicht pro Woche abnimmt, dass diese Gruppe hat sogar Muskeln aufgebaut. Ich habe das selber bei mir auch geschafft, Gewicht, also Körperfett abzubauen und Muskeln aufzubauen. Und es ist definitiv möglich. Das, was halt irgendwie für viele der Fall ist, ist, dass sie A, im Fünfer-Split trainieren ohne Drogen, und dann natürlich einfach mal 2,5 Stunden lang eine Muskelgruppe so fertig machen, dass sie eine Woche Regeneration brauchen und dass sie dann natürlich diese Muskeln so kaputt gemacht haben, dass der Körper erstmal nur damit beschäftigt ist, den Schaden wieder auszugleichen. Und dann kommen sie wieder auf den Base, auf ein Normallevel oder noch nicht mal dahin, weil sie ja im Defizit sind und extrem wenig Kalorien zur Verfügung haben. Auf einer anderen, ich bin ja mehr so der Logikmensch und ich hasse eigentlich Science, aber manchmal spielt sie einem dann doch in die Karten. So, auf einer Logikbasis, wenn der Körper jetzt nun Kohlenhydrate selbst herstellen kann, er kann sich aus den Fettreserven Energie holen, dann kann man ja, wenn man ein entsprechendes Kaloriendefizit hat, kann der Körper, und man das sozusagen perfekt timet, kann man ja dem Körper die Energie, die er am Tag braucht, aus den Fettzellen nehmen lassen. Und dann führt man über die Nahrung die essentiellen Dinge zu. Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiße. Und wenn man das zum richtigen Zeitpunkt und zu einer richtigen Dosis macht, dann kann man selbst in einem Kaloriendefizit eben auch Muskeln aufbauen, weil der Körper eben das zugeführte Eiweiß zu Reparaturzwecken, zur Aufrechterhaltung von enzymatischen Prozessen und zum Immunsystem etc., aber eben auch für den Muskelaufbau benutzen kann. So, das heißt, wir haben definitiv die Möglichkeit, im Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen, aus den gerade eben genannten Fakten heraus. Ja, zum einen, Studienlage hat gezeigt,
bei Menschen, die unter 20% oder 18% Körperfett haben, die können mit 0,7% Körpergewichtsdefizit pro Woche, also das muss man sich halt dann runterrechnen bei sich selber. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja vorhin einen totalen Rechenfehler gemacht. Wenn ich jetzt 90 Kilo wiege und dann einen entsprechenden 0,7% habe, dann wären das ja entsprechend nur, was, 600 Kaloriendefizit, ne? Gar nicht 700, 800. Aber egal. So, whatever. So, das heißt, mit einem entsprechenden niedrigen Kaloriendefizit kann man Muskeln aufbauen und sogar gleichzeitig Fett abbauen. Dann eigene Erfahrungen auch gemacht, dann die Logik, ja, wenn der Körper die Energie aus den Fetten ziehen kann und man entsprechend intelligent trainiert und nicht komplett alles zerstört, sondern nur einen Reiz setzt, dass er weiß, alles klar, da muss was geschehen oder ich brauche diese Muskulatur noch und darf sie nicht abbauen, dann kann der Körper das auf jeden Fall benutzen und weiterhin aufbauen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich wieder meinen Kumpel Nico anschaut, der halt über die Jahre, ich kenne ihn halt jetzt schon seit Ewigkeiten und er hat über die Jahre einfach sein Gewicht so, also ist langsam nach oben gegangen und er hat einfach ganzjährig eine Top-Shape, Top-Figur. Ja, warum? Klar, er ist auch ein bisschen sehr stringent mit der Ernährung und erlaubt sich nicht allzu viel, aber ist halt trotzdem, gönnt sich trotzdem hin und wieder was, ist aber insgesamt eher auf einem ja, Defizitlevel unterwegs und baut halt trotzdem irgendwie immer wieder auf, ja, Muskulatur. Und das natural. Ja, wenn man irgendwie auf Drogen ist, dann kann man ganz viele andere Dinge noch machen, aber wir reden hier generell eigentlich immer nur über Naturalathleten. So. Das heißt, wenn er es geschafft hat, können es andere auch schaffen. Und jetzt nochmal eine Sache, wo man auch nochmal drüber nachdenken könnte. Wenn jemand jetzt mit einem leichten, regelmäßigen Kaloriendefizit Muskulatur aufbauen kann, baut er nicht vielleicht über die ganzen Jahre mehr Muskulatur auf als jemand, der sich übertrieben anfrisst? Der wird vielleicht ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, aber übertrieben frisst, 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 frisst. Dirty Bulk macht und dann so einen Mega-Cut ansetzt, um dann irgendwie in 10, 12 Wochen brutal irgendwie so 15 Kilo runter zu shredden, der wird sich doch bestimmt auch eine ganze Menge Muskulatur wegshredden. Das heißt, da könnte man echt mal drüber nachdenken, dass man vielleicht sagt, dieses Hoch und Runter vielleicht nicht unbedingt, sondern eher eine Konstante fahren. Aber das nur so zur Überlegung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und haut rein.